Ich möchte dir das sogenannte Körperpendel erklären. Du kennst ja wahrscheinlich das Pendel, wo man so bestimmte Sachen auspendeln kann. Und jetzt ist das ja manchmal ein bisschen ungeschickt, bist du irgendwo im Supermarkt oder so und möchtest nicht gerade dein Pendel rausziehen. Und mit dem Körperpendel kannst du sehr schnell und auf eine sehr einfache Weise Kontakt aufnehmen zu deinem inneren Wissen. Dazu stellst du dich gut geerdet fest auf den Boden. Und als erstes musst du mal herausfinden, wie dein Pendel reagiert. Also wie fühlst du das, wenn etwas wahr ist und wie fühlt es sich an, wenn es nicht wahr ist? Und das kannst du machen, indem du als erstes mal an etwas denkst, wo ganz sicher wahr ist. Also bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich dran denke, so wirklich von innen her, ich bin eine Frau. Und dann frage ich, was passiert? Ups, das geht nach vorn, mein Körperpendel. Und jetzt mache ich den Gegencheck und sage, ich bin ein bärtiger Mann. Also ganz eindeutig, ich bin kein bärtiger Mann. Und so kannst du das für dich selber austesten. Und dann weißt du ja, wie du reagierst, wenn etwas stimmt oder wenn es nicht stimmt. Und wenn du dann in irgendeiner Situation schnell das testen willst und eine Frage hast, soll ich jetzt dieses oder jenes tun, ja, dann stellst du dich gut geerdet hin. Und denkst an die eine Variante und je nachdem, wie sich das anfühlt, weißt du dann die Antwort und dann kannst du noch den Gegentest machen und siehe da, schon hast du dich mit deinem inneren Wissen verbunden und hast einen Rat bekommen. Viel Freude mit deinem Körperpendel.